Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch so meinen ersten Eindruck von FIFA 18 schildern. Ich war ja auf der Gamescom und dort habe ich eben FIFA 18 auch angezockt und da möchte ich euch jetzt sozusagen ein bisschen sagen, okay, was finde ich gut, was finde ich schlecht, was hat sich so ein bisschen verändert. Also einfach kurz ein bisschen drüber reden, wie ich FIFA 18 bis jetzt so finde, wie das Gameplay für mich so war. Also euch einfach ein bisschen so ein Feedback zu FIFA 18 geben. Das haben mich nämlich ganz, ganz viele gefragt, yo David, wie war denn FIFA 18 auf der Gamescom? Ist es besser, ist es schlechter als FIFA 17? Und deswegen mache ich jetzt eben dieses Video hier. Ich denke mal, es könnte den einen oder anderen interessieren. Ich werde das Ganze jetzt auch durchlabern und auch nichts einblenden, denn ich darf ja nicht jetzt schon FIFA 18 Sachen einblenden, die wirklich jetzt schon offiziell sind, denn teilweise sind die Sachen halt aus der Beta, die ich da einblenden müsste und aus der Demo, beziehungsweise halt aus der Version, die man eben auf der Gamescom spielen kann, und das darf man eben noch nicht zeigen. Deswegen tut es mir leid, dass ich da jetzt keine Bilder dazu einblenden kann, aber ich denke mal, das ist alles halb so wild, denn ja, in 2 Wochen kann man das sowieso dann alles schon einblenden, denn dann ist die Demo ja da und dann ist auch bald schon FIFA 18 da. So, ich würde sagen, wir gehen rein mit dem ersten Punkt, und zwar, ja, habe ich mir hier kleine Notizen gemacht, und da geht es darum, dass FIFA 18 in meinen Augen viel langsamer ist. Das habe ich auch von vielen anderen gehört. Also damit meine ich einfach, wenn ich einen Pass spiele oder wenn ich irgendwas eingebe, dass das alles einfach viel langsamer ist als FIFA 17. Der Shenya zum Beispiel hat dann, glaube ich, gemeint auf der Gamescom, dass das vielleicht so sein könnte, damit man eben die neuen Features ein bisschen erkennen kann, dass man ja einfach sieht, was jetzt wirklich neu ist, damit man sich ein bisschen auch auf die neuen Sachen konzentrieren kann und nicht, dass das Spiel jetzt so schnell vor sich hinläuft und dass man dann gar nicht irgendwie auf die neuen Dinge achten kann. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Spielgeschwindigkeit einfach auf langsam gestellt war, denn du kannst ja auf langsam, mittel und schnell, glaube ich, stellen, und da kann man das natürlich umstellen. Ich glaube, die haben das natürlich auf langsam gestellt. Also ich gehe jetzt eigentlich schon davon aus, dass man das dann in FIFA 18 in der Vollversion umstellen kann und dass das nicht so langsam sein wird wie in der Demo. Ja, das auf jeden Fall. Also in der Demo bzw. in der Version, die du auf der Gamescom spielen kannst, war das Spiel auf jeden Fall viel, viel langsamer, und man hatte sogar teilweise das Gefühl, dass ein kleiner Delay da war. Das ist echt heftig gewesen. Also es war schon echt sehr, sehr langsam, und ich denke aber, dass das zur Vollversion sich noch ändern wird. Okay, wir kommen zum zweiten Punkt, und das sind die Torhüter. Das haben mich auch eben viele jetzt gefragt. Jo, was ist mit den Torhütern? Sind die besser? Sind die schlechter geworden? Und dazu kann ich sagen, die Torhüter sind ganz normal in meinen Augen. Also ich habe 2-mal gezockt und ja, also 4-2 ist das eine Spiel ausgegangen gegen den Marco, gegen Fnatic. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Also die Torhüter haben sich nicht verbessert, haben sich nicht verschlechtert in meinen Augen. Da hat sich nicht viel getan. So, nächster Punkt, und zwar die neuen Spieler. Ich habe zum Beispiel mit Manchester United gespielt und da war natürlich Lukaku dabei, der halt gewechselt ist und so. Also mit neuen Spielern meine ich Spieler, die gewechselt sind und so. Der hat sich schon extrem krass angefühlt. Also Lukaku zum Beispiel ist so ein Spieler, den wollte ich unbedingt testen, weil ich Lukaku einfach feiere als Spieler in Real Life und eben auch in FIFA 17 zum Beispiel war der auch ganz gut, und den wollte ich einfach mal testen. Der hat sich einfach krass angefühlt, der hat sich wirklich gut angefühlt, mit dem hat man echt gut spielen können, und der war eben genau so, wie man ihn sich auch in Real Life vorstellt, beziehungsweise wie man ihn sich vorstellt, wenn man ihn halt in FIFA spielt. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das Ganze beschreiben soll jetzt, ist schwierig in Worte zu fassen. Auf jeden Fall kann man Spieler, beziehungsweise sind die Spieler wirklich gut umgesetzt in meinen Augen. Also da haben sie vielleicht ein bisschen was getan, und ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch mit reinbringen. So, dann die Ratings in FIFA 18 sind natürlich noch nicht fix, das wissen auch viele nicht, deswegen sage ich das hier auch nochmal in dem Video. Die Ratings in der FIFA 18 Gamescom-Version sind nicht fix, und die in der Demo sind meiner Meinung nach auch noch nicht ganz fix, da bin ich mir jetzt aber auch nicht zu 100% sicher. Also falls jetzt irgendwie ein Spieler ein sehr, sehr hohes Rating hat, dann dürft ihr nicht irgendwie direkt glauben, okay, der ist in FIFA 18 auch dann so geratet, sondern das sind immer so diese Vorversionen, wo das Ganze noch nicht zu 100% feststeht, und ja, das wollte ich auch unbedingt sagen. So, nächster Punkt, das ist was extrem Cooles gewesen, was mir extrem gut gefallen hat, und zwar sind das die schnellen Wechsel in FIFA 18. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, und zwar kann man dann mit R2, wenn man lange drauf bleibt, einen Spieler automatisch wechseln. Das ging sehr, sehr gut, das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen will. Also einfach, dass du wirklich schnell wechseln kannst, zum Beispiel eben ein Matic ist dann zum Beispiel rausgegangen und ein Carrick ist reingegangen, wenn ich eben lange auf R2 geblieben bin, und dann war das Ganze auch schon absolviert, und da musst du eben nicht auf Pause drücken, um zu wechseln, sondern hast da eben diese schnellen Wechsel dabei, und das finde ich sehr, 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 sehr gut. So, nächstes, ja, ich habe 4-2 gewonnen, das möchte ich ja nochmal kurz hier sagen, und zwar will ich damit einfach nur sagen,
dass ich gut reingestartet bin in mein FIFA 18. Ja, ich bin da nämlich so ein bisschen abergläubisch. Also erstes Spiel gewonnen ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich war 2-1 hinten bis zur 89. glaube ich. Und dann hat, glaube ich, Lukaku das 2-2 gemacht. Dann ging es in die Verlängerung. Dann habe ich mit 4-2 gewonnen. Und ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein gutes Gameplay gewesen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann gehen wir auch schon direkt rein zum nächsten und zum nächsten Punkt. Und das ist der Sound gewesen. Und der ist mir überragend vorgekommen. Mir ist es zuvor noch nicht so aufgefallen, dass die Pässe so laut sind. Und das fand ich aber gut. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass die zu laut sind oder so, sondern du hast wirklich so, man spielt da nämlich so mit Kopfhörern und du hast wirklich richtig gespürt, wie der den Pass spielt. Da der Controller da vielleicht ein bisschen vibriert auch. Ich weiß nicht, wie die das genau machen. Und eben, dass der Pass auch wirklich zu hören ist. Und das fand ich extrem cool. Also du bist da richtig, wenn du mit den Kopfhörern dort stehst, bist du richtig in the game. Du kommst da gar nicht mehr daran vorbei, sage ich jetzt mal, irgendwo anders hinzuschauen oder so, sondern du bist wirklich voll drinnen und das fand ich extrem gut. Also der Sound ist wirklich sehr, sehr gut. Auch die Zuschauer sind sehr geil animiert, also da haben sie sich wirklich was überlegt. Da war jetzt gerade eine fette Fliege, Alter. Verpiss dich mal bitte, dankeschön. Bei den Zuschauern haben sie auf jeden Fall auch was verändert. Die sind auch krasser geworden, die sind besser geworden, die sind genauer animiert als in FIFA 17. Und da hat man auf jeden Fall schon einiges verändert. Also das sieht schon alles realistischer aus. Und wie gesagt, die Soundqualität, die Sounds an sich sind sehr, sehr gut gemacht. Und da fühlt man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man das auf jeden Fall spielt. So, wir kommen zum letzten Punkt und das ist einfach nur nochmal ganz kurz, dass ich finde, dass sich zwar einiges geändert hat, aber auch nicht allzu viel. Einfach wie in jedem Jahr tun sie halt ein bisschen was verändern. Was sie wirklich dieses Jahr wirklich, sag ich jetzt mal, verändert haben, sind diese schnellen Wechsel, jetzt vom Gameplay her. Und ja, ansonsten hat sich natürlich schon an der einen oder anderen Ecke was getan, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Spiel komplett anders ist oder komplett besonders oder so. Es hat Spaß gemacht, es zu spielen, es hat wirklich Spaß gemacht zu spielen. Ich war nämlich skeptisch, ich war zuvor echt skeptisch, wie FIFA 18 denn wirklich sein wird, aber es hat mir viel Spaß gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, wirklich sich die Demo dann runterzuladen und sich natürlich auch FIFA 18 dann zu holen, ist ja ganz klar. Werden wahrscheinlich sowieso die meisten von euch machen. Und ja, Freunde, das war sozusagen mein erster Eindruck von FIFA 18. Das habe ich aufgefasst auf der Gamescom. Das sind meine eigenen Erfahrungen. Falls ihr andere Erfahrungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls ihr da irgendwie eine andere Meinung habt, falls ihr FIFA 18 eben auch gespielt habt auf der Gamescom, dann schreibt das wirklich rein und da kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, damit da auch wirklich andere Eindrücke mit reingebracht werden. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.